aber jetzt erstmal Salt and Sanctuary Hype nach der Pause mit einer Boss Time und Captain Lightning Blitzemacher Knattermann, wo die Frage ist, wie wir den denn machen wollen. Erstmal gehen wir nämlich hier weg, nehmen noch eine Chart und jetzt gucken wir gleich mal, wie viel Damage wir an dem machen. So. Naja, ob ich das blocken will und kann. Wir gucken erstmal, wie viel Schaden ich so mache, würde ich behaupten. Okay, gucken wir mal. Boss-Time! In Salted Sanctuary, Kraken, Dragon, Scores. Und wir gucken einfach mal, was der Gute kann. Also, oder ob er uns jetzt... Das ist immer noch sehr zielgerichtet. Ich komme mit den Klamotten... Alter Schwede, ich komme gegen den nicht klar. Und ich laufe selbst in den Tod. Bin ich dumm? Bin ich dumm? Ich darf natürlich nicht in diese komischen Moped-Dinger reinwubbeln. Ich hätte auch noch einen Charm equippen können. Das wäre vielleicht gar nicht dumm gewesen, weil den habe ich, glaube ich, auch rausgezogen. Moment. Ja, natürlich. Wir packen nochmal einen Charm rein. Increases adds Arcane Damage. Stagger. Greatly Amplifies. Nein, wir nehmen... Ich würde einfach sagen, wir bleiben bei Feuer, wa? Das war jetzt schon sehr clever, dass wir das dahin tun, weil das tun wir dahin. Attack Power adds Fire Damage und hier packen wir den rein mit Increases, was weiß ich, ist auch egal. Fängt gut an. Guten Tag auch. Das war ein klarer Fall von falsch gelaufen. Ja, an ihn kuscheln und bursten. Einfach bursten. Richtig mal die schöne Haarbürste auspacken. Naja, so nicht. Mich da nochmal nicht ran. Bin auch voll, alles gut. Hell yeah! Umgeburstet! Mit der Bürste, mit der Wurzelbürste. Einfach mal männlich im Gesicht denken. Mit dem Gesicht voran. Und wir haben Horn bekommen. Scords Horn. Ja. Mensch. Nicht schön. Aber umgebürstet. Da sei gegrüßt. Ja, ein verpasst. Jetzt der zweite. 28.000 Seelen und wir gehen voran. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass die Musik sich ändert, oder? It's time to knew my name. There was a time when I held many titles. Men knew me by other names as well. But titles, fame, infamy, it is worthless here. On this island, Jared is my name. Envy, it's boah, dieses Wort mag ich nicht. It's such a thing. A man envies his neighbor, whose wife is very beautiful. A lord envies a king, who commands nobles.
A king invites a god to whom all men must bow. And a god envies what a god cannot have. I wanted so much from life, satisfaction eluded me. And the things I prayed for, well, would you believe God actually answered my prayers? These things, this life, this island, such is my reward. Fantastic power, a lifetime over servitude, and a purgatorial existence is in this still place. The god of this island is the god of that answered my prayers. His existence is one of insatiable, kann ich nicht, lust for something a god can never have. To be born of light. He preyed on the greedy, collecting on the debts of kingdoms and countries in some mad hope of collecting that thing he shall never have. Alter Schwede. Alas. Wahrscheinlich at last soll das heißen, ist wohl die Kurzform. Alas, we are born of salt, bound by sanctuary. We are eternally dead. This god, this demon, I want him to remain nameless. His lust for power is fueled by terror and infamy. Man at sea can fear the Kraken, but gives this wild god no name. Go on. Go on. Jetzt go on! Okay. This still plays. Was? Also es wurde von Löchern geredet. Also wenn ich jetzt das Loch sehe, frage ich. Ist kein Loch, ne? Das ist hier... Ich hab grad das Mikro angespuckt. Also erstmal ziehe ich mich um. Obwohl, können wir beides nehmen? Welches Schild hatte ich denn? Das hier, ne? Lightning. Ja, so. Und, increases attack power, increases wounding effect, lightning kann weg. Da nehmen wir, was weiß ich, Strength oder so. So. Hier ändert sich auch komplett die Farbgebung. Ah, hier ist noch eine Kiste. A King's Order. Ich hab nicht mehr allzu viel Heiltränke. Bin ich jetzt einfach da hochgekommen? Aber da war nichts, ne? Also so ein Sanctuary wäre schon mal nicht schlecht. Da geht's nach oben. Da unten geht's nach unten. Sanctuary? Ne, Loot. Calling Horn. Oh, da ist ein Sanctuary. Ist die Musiklautstärke für euch okay? Ich habe das Gefühl, die... Ah, okay, jetzt hier hört sie auf. Naja, wunderbar. Na, Wunderbärchen. Dann brauche ich hier einmal das Schwubbel-Wubbel-Moped, um Dutzgerät anzuwerfen. Ah, ist gar kein Dutzgerät. Verdammt. Das ist schlecht. Kann ich hier leveln? Ich glaube auch tatsächlich, hier gibt es kein Sanctuary mehr. Aufgrund der Game-Logik, worüber wir gestern schon gesprochen haben, mit gut platzierten Items, weil hier drei Hörner lagen. Und ich glaube, das Spiel erwartet, dass ich mir hier die Hörner eher abstoße und mal eins benutze.
Sonst hätten die nicht drei Stück hierhin platziert. Das heißt, ich muss hier nochmal Hörner hörnen. Ja gut, komm, wir tröten. Jetzt wäre mal interessant. Wir testen mal was. Ach ja, geht ja nicht, wenn ich level. Egal. So. Crypt of the Dead Gods. Nein, da will ich nicht hin. Ich will... Da. So. Nein. Erstmal will ich gucken, ob ich aufwerten kann, aber ich glaube, ich habe nicht ein Material bekommen, was ich brauche. Ne, Drowned Tomb. Da fehlt mir noch was. Don. Okay. Also hier war kein Leader-Typ. Dann gehen wir nochmal zum Leader. Travel. Santen Kipo. Was ihr mir beantworten könnt. Wenn ich mich durch dieses Gebiet, wo wir gerade waren, weiter durchschlage, ist am Ende der Endboss, wo dann das Spiel mehr oder minder ins Engi Plus gehen würde. Ist das richtig? Antwortet bitte mit einem Ja oder Nein. Weil dann, machen wir nämlich das erstmal. Talk. Talk, 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 talk. Nein, work. Kann ich nicht. Mir fehlt noch ein Ohr und eine Heartseeker Nerves. Ja, okay. Dann ist die Frage, das wäre dann, wenn da noch ein Endboss auf uns wartet, unser, wie viele Bosse haben wir denn jetzt? 17? 15 hatten wir, ne? 16? 17? Also wir haben 17 Bosse down, das wäre dann der 18. Boss. Dann frage ich mal, weiß jemand, wo noch optionale Bosse sind, wenn es welche gibt? Dann machen wir nämlich dann erstmal. Denn bevor ich mich jetzt da wieder runterschlage, den Umbrote wieder zurück muss, um dann das Optionale zu machen, lass uns erstmal das Optionale machen. Ich wüsste nämlich ad hoc, ich überlege jetzt nochmal, ich wüsste nicht, wo noch ein Boss wäre. Wir haben alle Gebiete gemacht, die mir jetzt so im Gedächtnis geblieben sind. Dementsprechend weiß ich nicht, wo noch was wäre. Also ich bräuchte als Tipp ein Gebiet, wo ich nochmal gucken sollte. Also sprich einen Gebietsnamen und dann kann ich mich da erstmal nochmal umgucken. Ja, nur der Weg dahin ist scheiße, Flomix. Ich kann mich nur zum Guide porten und der Guide ist ein ganzes Stück davor. Ich müsste da erst wieder hinlatschen. Und dann müsste ich wieder zurück. Doom of the Forgotten. Links raus. Travel. Doom of the Forgotten. Da kommen wir auch hin, das ist schon mal kein Problem. Fliegende Schloss sagt mir gar nichts, Medias. So, links raus. Geht nicht. Links raus, komm weiter, oben oder unten? Wobei, Doom of the Forgotten, waren wir? Da war der Drache. Und hier unten war die komische Versammlung. Hier hatten wir sogar zwei Bosse. Genau, hier war ein Boss. Genau hier. Und oben war der Drache. Also zwei. So. Und wo jetzt so genau unten? Jetzt bin ich unten vorm Schloss. Ist hier irgendwas?
Weil ich wüsste jetzt nicht, wie es mir unten links weiterhilft. Ich guck hier nochmal. Okay. Ich weiß, glaube ich, wo es hingeht. Ah, das könnte sein. Warte. Ach du Scheiße. Ja, hier waren wir noch nicht. Okay, hier waren wir noch nicht. Jetzt muss ich hier das Moped aktivieren. Warte mal, ich lasse die Fackel an. Und dann muss ich hier mopeden. Okay. Eine Hellebarde. Guardsman Hellebarde. Nicht Guardsman Bob, sondern Guardsman Hellebarde. Und ein Stone Guide. Weiter, bis du solche Wolken siehst. Ich glaube, das ist jetzt wegen Delay, dass ich jetzt hier oben schon bin, aber ich weiß nicht mehr, wie es hier weitergeht. Weil hier ist nichts. Hier ist Ende. Da waren doch Wände oben. Ach, das sind Wände! Okay, das, habe ich jetzt schon wieder nicht gecheckt, dass das Wände sind, ehrlich gesagt, weil mein Kopf, wenn ich hochspringe, nicht vor dieser Wand haut. Ich springe über die Wand, deswegen habe ich das gar nicht realisiert. Ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen ohne euch, dass ich jetzt hier dran springen kann. Das hätte ich nie verstanden, weil das für mich keine Wand war. Ja, oh, danke schön. Mal's Floating Castle. Dankeschön. Oh, hier haben wir direkt einen Tomb. Ja, praktisch. Wollen wir erstmal hier das Moped. Dots. Achso, ich bin nicht mal auch hier. Ricardo, sei gegrüßt. Stone Guide. Und nix. Nee, also das hätte ich, das ist halt eben auch zum Beispiel was man halt in einem 2D-Spiel schlecht erkennt, weil im Endeffekt, woher weiß ich jetzt, dass das Rechte von mir, hier, das hier eine Wand ist, komme ich jetzt nicht dran, das hier, und dass das, wo ich jetzt hinterstehe, dass das eine Wand ist, die vor mir ist und ich an die nicht springen kann. Das finde ich, kann man halt, weiß ich nicht, also ich sehe es nicht. Also für mich hätte das genau eine Wand sein können, die jetzt, wo ich dran springen kann. Und dann habe ich immer Angst, halt runterzuknallen. Das halt nochmal zu der Erklärung, warum ich das nicht gesehen habe. Thank you. Matze, danke für den Host und die Werbung, die du damit für uns machst, mein Lieber. Dankeschön. Und Franzi, sei gegrüßt. Oh, hier ist schon wieder Captain Knüppelritter. Ja, ich muss ihn mal. Oh, ey, die Mimik im Horn. Grey Pearl. Hallöchen. Da komme ich nach da. Und da komme ich nach da. Da unten ist Captain Knüppelklausi. Das hat nichts mit Ausrede zu tun, Dr. Planlos. Das ist einfach nur das Erklären, wie ich eine Mechanik wahrnehme. Das ist ja keine Ausrede. Frozen Relinquary. Und da ist immer noch ein Vieh. Aua, das Vieh treffe ich nicht. Wieso? Wo ist es hin?
Rapper. Du bist doch gerade erst gekommen, Regardo. Was? Zum ersten Mal ein Spiel per Steam zurückgegeben. Wieder geht eine große IP unter RIP Rollercoaster Tycoon. Sorry, Markus, musste mal gesagt werden. Oh, das, ehrlich gesagt, da kann ich gar nicht mitreden bei dem Spiel. Die letzten Spiele dieser Art war Steam Park und Steam Hospital. Und seitdem habe ich nie wieder sowas gespielt. Echt nicht gut. Wobei ich nicht weiß, wie gut die anderen waren, ob die ersten Rollercoaster besser waren. Aber ich tippe mal, wenn du sagst, dass die IP untergeht. Ja, das ist immer kacke. Ich hoffe, du hast trotzdem heute beim Stream ein bisschen Spaß. Dankeschön. Und Herzen für Regardo. Und für den guten Rollercoaster. Oh Mann. Nee, wie gesagt, das ist nichts für mich. Da bin ich so ungeduldig. Da will ich, glaube ich, nicht hin. Da komme ich nämlich nur wieder nach unten, oder? Komme ich hinter dem Klotz raus. Ja, das war klar. Nee, komme ich nicht. Okay, war doch gut, dass ich hier... War doch gut. War so geplant. Mimic? Ja, natürlich. Silver Salt Charm. Was macht der denn? Der macht Gegner zu Salz. Instant. Increases attack power but costs... Increases attack power but costs it user salt per attack. Wenn das so gut ist wie die Hexereien in Dark Souls. Wirklich jeder Schwung kostet. Holy moly. Holy moly. Ja, testen wir mal. Komm ich da jetzt nochmal hoch. Und Regardo, dankeschön. Oh, das ist jetzt gerade nicht so ein bisschen untergegangen. Komm ich nicht hoch? Knüppelpaule. Und da habe ich jetzt das aufgemacht zu dem Moped, okay. Das ist 4. Naja, keine Ahnung. Noch ein bisschen heavy. Alter Julien, Regardo. Bei dir bin ich mir auch nicht sicher. Willkommen zurück? Ich glaube, willkommen zurück. Aber wenn nicht, willkommen zum ersten Mal im Moped Club, mein Lieber. Erst donated, jetzt noch gesubbt. Hallöchen auch. Danke für die Unterstützung, Mann. Dass du mir, der Community und Twitch damit hilfst. Und ich sag Dankeschön dafür. Viel Spaß mit den Emotes in der Garage. Such dir dein Plätzchen, stell das Moped ab, mach's dir bequem. Dankeschön. ungefähr 150 Salt pro Swing, nicht pro Hit. Dell, also relativ viel und ich habe jetzt nicht gemerkt, dass es wirklich nominell so viel mehr Damage wäre. Also, es lohnt sich, glaube ich, nicht wirklich. Ist sehr gimmicky, ist sehr gimmicky. Und der Bo kommt gut ins Bett. Und er ist wieder da, also sage ich doch, Regardo war schon mal drin. Willkommen zurück dann. Da unten ist das Sanctuary. Oh, hier ist ja gar nicht. Hier bin ich ja ganz falsch. Hier will ich ja gar nicht sein. Da ist ja gar kein Durchgang. Was? Hä? Da kam ich doch her. Doch, ich bin doch dann aber dann an denen hier vorbei. Und da war doch aber ein Durchgang. Und da unten ist ein Sanctuary, was ich schon geclaimt habe, aber... So was. Nein! So was. Da ist die Stelle hier. Und da rüber. Kann ich das denn passieren? Ah, da oben ist eine Leiter. Da komme ich dann nie im Leben dran. Komme ich dann nie im Leben dran. Ah ja, ja, natürlich. Ach du Scheiße.
ich da hin? Ich weiß gar nicht, ob ich da hin will. Ich gucke mal hier. Nein, da komme ich nicht hin, glaube ich. Das ist zu weit. Ich glaube, links ist richtiger. Hoffe ich. Der offizielle Moped-Hund. Da falle ich runter. Hier falle ich auch runter. Was? Ja, bist mir im Weg. Dummer Bauer. Ich konnte nicht an die Wand springen, weil er davor stand. Was? Wo hätte ich denn da jetzt hingemusst? Ich kam da ja nirgendwo hin. Moment mal, aber wenn ich das Sanctuary gesehen habe, dann war das das Sanctuary oder war das das andere Sanctuary? Gibt es hier noch ein Sanctuary? Ich bin mir gerade unschlüssig. Nee, das muss das Sanctuary sein. Oder gibt es hier noch ein weiteres? Charlie, komm gut ins Bett, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Ah ja, hier waren Mobs. Sag das doch. Ich bin eingekerkert. Okay. Läuft, läuft. So. Aber da oben ist noch ein Moped. Das hängt auch fest. So, Ruhe im Puff. Und was bringt mir das denn jetzt hier? Ach so. Nee. Doch? Ja? Nee. Ja? Ja? Nee. Ja? Nee. Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. Hä? Da komme ich nicht hoch. Und hier ist auch so ein Nüppelpüppel. Und überall sind diese Müppelpüppel. Das ist große Müppelpüppelkacke. Aua! Das ist erst recht Müppel. Du gehst mir auf den Keks! Da haben sie den Moped-Mann auch richtig dumm hingestellt. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Also der steht echt an einer bumsdummen Position. Eieieiei. Ich verstehe nicht, wo ich hin soll. Weil genau überall diese Dinger sind. Ich müsste nach links oben. So, da oben hoch komme ich nicht. Also genau jetzt über der Schräge über mir. Weil ich die Wand auch nicht greifen kann. Also genau hier oben drüber, ne? Aber die Frage ist, wo es da weitergeht. Oder müsste ich wirklich nach rechts raus? Achso, hier ist eine Wand dazwischen. Nach rechts raus? Fragezeichen, weil hier ist ja noch das Moped. Mit da oben
Mit da oben und Leiter. Es könnte auch sein, dass ich wirklich hier raus muss. Weil hier hoch komme ich nicht. Also ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Was? Also das heißt, ich müsste wirklich nur hier raus. Und da oben dran und darüber. Ja. Das glaube ich, ist the way to go. Ah. Der bescheißt. Da ist kein Anti-Port-Moped. Der bescheißt. Der bescheißt. Das war jetzt nicht mein Fehler. Das war absolut korrekt, was ich gemacht habe. Also, das kannst du an Correctness schon nicht überbieten und das geht trotzdem nicht. Also scheidet der Weg aus, dann ist die Frage, wo soll ich denn dann hin? Da oben. Also muss ich da hoch. Genau den Weg umgekehrt rum. Okay. Das Problem ist, ich check nicht, wie ich da hinkomme. Ich kann ja nur hier rum. So. Aber hier ist ja Ende. Da komme ich ja nicht hoch. Und da komme ich auch nicht weiter, weil da ist ja das nächste Port-Blockier-Mob-Ding. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Mechanics. Lord of the Mechanics. Nein! Oh Gott, ich... ja. Frozen will angry. Oh mein Gott. So, da drüben habe ich eine Leiter. Wo bin ich jetzt? Naja, irgendwo bin ich jetzt. Wo ich wahrscheinlich schneller hinkomme beim nächsten Mal. Wo auch immer. Boss Time in Salt and Sanctuary. Wir ziehen gegen Mortadella Mall in die Schlacht. Hallo Mortadella. Ah ja. Magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Achso, die hat Crystal Masse gebufft. Verstehe. Natürlich nichts mit Magie an. Aua, ordentliche Schelle. Aua, gib mir die Schelle. Nein, 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 nicht damit. Ich hab den Schild. Ich hab den Schild. Ich hab den Schild. Oh Gott, sie klont sich. Die macht Mörder-Mopeds. First is the new first. Alter Schwede. Die Mortadella-Braut. Auf Brot gestrichen. Mit dem Brotmacher. Muriadella Malls Asche. Mm. Weggeknüppelt. Alter Schwede.
Eieieiei. Oh, ich komme hier, glaube ich, runter, oder? Boah, ey. Spiker, das war der Boss? Okay. Ja, stimmt. Moonlight Butterfly, so ähnlich war das Moped, ne? Das habe ich bei Spike gesehen. Wie komme ich jetzt hier weg? Ich glaube hier, oder? Keine mehr weg. Demon Set. Box of Sound. So, komme ich hier irgendwie noch weg? Ich würde sagen, nein. Weißt du was? Können wir mal das Horn tröten? Wir haben ja alles gemacht, ne? Tröten wir das Horn. Dafür haben wir ja die Hörnchen. Nee. Ja. Shivering Sean. Hab ich jetzt Shivering Sean geklickt? So. Ich habe immer noch keinen Tomb bekommen, ne? Kein Drowned Moped. Ne, Drowned Tomb. Dann haben wir noch weiter ein Upgrade-Material bekommen. Muss ich mal noch mal porten. Stimmt, wir können mal gucken. Ob wir was Alchemisten können. Great Sword, Great Scissor. Hallo! Warte, ich mach 142 und das Moped macht 123? Also einhändig weniger, aber zweihändig mehr. Und es ist noch ein Level dahinter. Und es ist ein Class 4 Great Sword. Kostet 30.000 Salz. Und der Boss hat überhaupt kein Salz gegeben. Irgendwie, weil ich habe noch 3000 Salz, also ich habe nicht gelevelt, oder? Okay, also brauchen wir 30.000 Salz. Was mich dann wieder zu der nächsten Frage führt. Erstmal natürlich danke für die GGs und was habe ich noch offen, außer den Endboss? Habe ich noch einen Boss offen? Erstmal will ich wieder zum Kipo. Da ist nämlich der Trader-Mann. Ohne viel Spaß beim Lurken. So. Einmal ganz kurz gucken. Ne, da fehlen mir immer noch ein Ohr und ein Moped. Michi, sei gegrüßt. Ja, dann noch die Frage natürlich wo, weil ich wüsste nicht wo. Wo ich mich nochmal umgucken sollte. Dann gebt mir nochmal einen Tipp, Freunde. Weil ich habe nur noch den Endboss auf dem Radar. Alle anderen Gebiete haben wir uns relativ gut angeguckt. Das Einzige, was wir, glaube ich, nicht gemacht haben, weil ich es auch nicht habe... Ich habe irgendwo... Den habe ich jetzt mittlerweile schon so oft gesehen, das weiß ich einfach, dass es den gibt. Diesen Kürbishelm übersehen. Der liegt auf irgendeinem Kürbisfeld und ich weiß nicht wo. Was? Dingsbums of Gods?
Spielst du gar kein Division oder Fallout mehr? Fallout haben wir Platin. Und das richtige DLC kommt erst im Mai. Die kleinen DLCs interessieren mich nicht. Und Division spiele ich ein bisschen privat. Wobei im Moment auch nicht viel, weil es nicht viel Endgame-Content gibt. Und bis auf ein gelbes Item ich komplett gelb bin. Das heißt, da gibt es auch nicht so viel zu tun. Zumal gerade jetzt, wo Bulettenkönig V2 ist und kein Mensch in der Dark Zone ist und alle nur Bulettenkönig V2 hauen, ist es relativ langweilig. Dingsbums of Gods. Wie heißt denn das? Crypt of the Dead Gods, meinst du das? Wer ist denn Bulettenking V2? Die erste Mission, die Story-Mission, wo du die Ärztin rettest in dem Football- oder Basketball-Dome. Wenn du die auf schwer spielst, kannst du den Endboss quasi killen, kriegst die Phoenix-Credits, kriegst deinen Loot, stirbst, gehst wieder hin, killst, lootest und er respawnt jedes Mal und du musst halt nur ihn umhauen. Ist quasi auch ein Bug. Und so kannst du Bulettenkönig V2 quasi machen. Für alle, die halt Phoenix Credits noch brauchen, kannst du halt so das machen. Ja, du musst auf Range ihn, er steht oben irgendwo auf dem Spot, den Sniperst du von der Range weg, dann triggert er nicht, dann rennst du nach vorne, dann spawnt quasi eine Kopie von ihm, ohne Namen, die aber seinen Loot droppt. Den lootest du, stirbst, wiederholst das, sniperst ihn runter, gehst nach vorne, triggerst die Kopie, killst it, lootest und so weiter. Ob sie es jetzt mittlerweile gefixt haben, glaube ich nicht, weil kein Patch war, aber so, und da soll ich hin. Crypt of Gods. Okay. Dann gucken wir da mal hin. Mitu, sei gegrüßt. Und wo soll ich da jetzt so orientierungsmäßig hin? Weil ich habe keinen Plan. Ich renne auch erstmal los, ohne zu wissen, wohin ich eigentlich hinrenne. Vielleicht warte ich mal, bis ihr was sagt. Danach links raus. Falsches Gebiet? Ja, was denn nun? Das ist die. Ich bin da hingeportet und das Ding hieß Crypt of the Gods. Also hier bin ich raus. Das ist Crypt of the Gods. Also so hieß der Wegpunkt. Nach links. Einfach nur nach links. Links oben, links gleiche Höhe oder links unten? Crypt of Gods. Du bist Crypt of Dead Gods. Ach, da ist ein Unterschied. Das weiß ich doch nicht. Echt? Gibt es noch eine andere? Crypt of Dead Gods? Ich habe keine Crypt of Gods. Wo ist denn die Crypt of Gods? Links runter. Okay, dann gehe ich einfach erstmal links runter und guck, was passiert. So. So, weiter links würde ich tatsächlich kommen. Oh, da unten ist noch was. Frage ist, wie ich da hinkomme. Ja, ich weiß, glaube ich, da muss ich rein. Kann das sein? Da war ich, glaube ich, noch nicht. Und da kann ich auch wieder nur mit einem sehr getimten Schwung rein.
Ja, da komme ich jetzt so nicht rein. Ich muss den Sprung besser timen. Ja. Okay. Entweder besiege ich den oder er macht mich tot. Ist mir auch egal. Naja, gut. Kann ich den Sprung nochmal üben? Ja, Tom, komm gut ins Bett. Von oben. Ja, klar, von oben. Ich war mir schon klar, dass ich da nicht mehr hochkam. Deswegen bin ich jetzt bei dem auch gestorben. Stimmt, da waren wir noch nicht drin. Alter Schwede. Und sowas ist halt eben auch... Ich mag das einfach. Das heißt, ja, komm. Dass es halt eben auch Secrets gibt, die sich halt zum Teil halt auch lohnen und dementsprechend mit einem Boss belohnen. Ich meine, das ist zum Beispiel auch einer der Kritikpunkte, die ich an Dark Souls 2 halt hatte. Es gab zwar optisch viele Secrets oder Klamotten, wo halt From Software Loot platziert hat, aber der Loot war halt so scheiße, dass es sich gar nicht gelohnt hat, den zu holen. Dann musstest du über Lava laufen und im Endeffekt hast du dann eine Menschlichkeit bekommen. GG. Dann hat sich voll gelohnt. Nord. Das heißt, Risk-Reward stand in Dark Souls 2 halt in keinem Verhältnis. Und ich hoffe, dass sie das im dritten Teil halt fixen. Dass, wenn du halt irgendwie Loot siehst und irgendwie nach Stunden rausfindest, wie du ihn kriegst, auch irgendwas drin ist, was sich lohnt. Und nicht irgendwie einfach nur Bullshit-Scheiße von oben. Frage könnt ihr mir beantworten. Muss ich erst, wenn ich runterfalle, diesen rechten Skilljump machen und von da nach links? Oder kann ich quasi runterfallen und direkt links rein? Das weiß ich nicht, ob das überhaupt funktioniert. Wenn ich so tief schon falle, nach links noch zu jumpen. Das weiß ich nicht, ob das mechanics-mäßig geht. Das könnt ihr gerne beantworten, weil sonst sterbe ich hier wahrscheinlich noch etliche Male. Du willst erst nach rechts, dann nach links, okay. Mission 1 erfüllt. Ich hoffe, jetzt kommt hier nicht gleich so ein Knüppelklaus. ach, da unten. Schaffst du vor DS3 noch ein NG+? Nee, werden wir nicht machen, Lone Rider. Das werden wir nicht machen. Dann werden wir noch XCOM zu Ende spielen. Und dann hoffe ich mal, dass DS3 auch langsam da ist. Ja, ich krieg's ja auch hoffentlich ein paar Tage eher. Hier! Ja. Hier. Nicht dein Ernst, oder? Also ich sehe nix. Das könnte... Also das ist jetzt im Endeffekt, wenn unten eine Plattform dran sein sollte, ist es jetzt eine 50-50 Chance, ob ich links oder rechts gehen soll. Das kann, ich sehe halt nichts. Das war die falsche Entscheidung. Das ist halt doof. Das ist halt doof, dass man da nicht sieht. Das ist halt... Das ist doof. Und ich glaube, das Spiel gibt dir auch keine Mechanics an die Hand, dass du irgendwie checken kannst, ob du da runterfallen kannst. Also Richtung Pebbles oder diese Kugeln. Was
aus Dark Souls. Das haben sie doof gemacht. So, was man einmal gelernt hat, hat man gelernt. Er sagte hier. Ja, okay, aber die Frage ist, hast du recht, Matze? Wow, super aufmerksam. Stimmt. Gut aufgepasst. Die Frage ist, war das eine Entwicklernachricht? Oder war das eine Nachricht vom Spieler? Ich meine, wenn man da unten so eine Kerze oder so sieht, ja, so ganz am Rand, das ist ja okay. Aber wenn er halt gar nichts sieht, ist das halt scheiße. Und jetzt zum Beispiel steht hier nichts mehr. Und die Kerze siehst du halt nicht. Und das ist halt doof. Das ist halt wie Mal nach Zahlen. Alter! Jetzt habe ich ehrlich gesagt noch nicht mal gesehen, wo ich dann hinfallen muss. Das ist mies. Ja, das finde ich halt auch. Weil dir das Spiel halt keine Mechanics an die Hand gibt, wie du diese Tode vermeiden kannst, außer fallen, sterben und merken, wohin du stirbst. Und dann noch mehr sterben. Alter. Schön hier, schön hier, schön hier. Und euch, bei euch auch alles gut? Puls, du. Bald. Bald. Weg. Mag dich nicht. Und wie hat der Paragon gefallen? Also meins ist es wie gesagt nicht. Das ist halt, keine Ahnung. Erinnert mich so ein bisschen an Smite. Also irgendwie MOBA in 3D-Umgebung. Also mit direkter Steuerung vom Charakter. Weiß ich nicht. Brauche ich nicht wirklich. Oh Mann, ey. Da haben sie auch jetzt wirklich zum letzten Mal... ja doch, ich bin hier richtig. Alter Schwede. Aber Respekt an die Spieler, die da rausgefunden haben. Die dann so eine Geduld bewiesen haben, sich dann anzugucken, wo hier noch Bosse sein könnten. So, da sieht man die Kerze. Das finde ich ist okay, weil man die Kerze halt noch erahnen kann. Okay, ich springe sogar daneben. Was eigentlich auch schon dumm ist. Aber naja, egal. Komm, ich kann auch die hier nehmen. So, dann muss ich hier runter. Und jetzt habe ich nicht mehr gesehen, wo ich hin muss. Das ist so kacke, Mann. Halte mal jetzt Ausschau nach dem Ding hier. Das wäre richtig gewesen, nur noch ein Stück weiter. Also man kann es an dem Knochen erahnen. Das heißt, du hast diesen Knochen als Orientierung und gleich rechts davon ist die Plattform. So eine ganz, ganz kleine. Das ist das Einzige, was du da als Orientierungshilfe nehmen kannst. Damit funktioniert es dann. Da, 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 da,
Da. 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 Okay, ich rede über Waffen. Trinity sagt mir gar nichts. Scharfrichter habe ich ja gerade gesehen, Smazzy. Trinity sagt mir jetzt, wie gesagt, ad hoc gar nichts. Und ich muss ein Stückchen weiter sogar rüberspringen. Dahin, genau. So, dann musste ich hier runter. Oh, jetzt ist hier schon wieder dieser Flattervogel, der mehr nervt, als dass er nutzt. So, und wie gesagt, hier ist diese, ich nenne es mal Knochensäule. Da kann ich vorspringen. Und da sehe ich dann das nächste. Gut. Und da sehe ich das nächste. Und dann sehe ich da was. Und da. Und da. Ein Boss. Ah. Ja, Boss-Time, würde ich behaupten. Ja, und kein Leuchtfeuer davor. Ja, das ist ja ein sehr geiler Weg. Das ist ja ein sehr geiler Weg. Wenn das jetzt ein geiler Boss ist, wo du 35 Tries brauchst, also quasi Artorias, der auf Sif, gefolgt von Smoke und Ohrenstein in die Halle reitet, dann aber auch schönen guten Tag. Pipi, ich muss pipi. Und Raggi, erstes Gebiet mit dem Baum. Du hast erst 4 Sanktums, habe ich gelesen. Ich habe es, glaube ich, nicht laut vorgelesen, aber ich habe es gelesen, Raggi. Ich hatte es gelesen. Gucken wir uns dann gleich an. Erste Gebiet mit dem Baum. War das nicht aber schon der zweite? Bandits Pass oder so hieß das, ne? Kann das sein? Genau, let's pinkeln. Geht auch. 30 Sekunden. So, hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe noch Hasi auf dem Klo getroffen. Klingt auch komisch, ist aber so. Oh Mann. Ja, ich glaube 18, ne? Die Mods 15 hatten wir vor Streambeginn. Dann haben wir heute 16, 17, 3 Bosse schon. Ich überlege gerade, wen haben wir gekillt? Diesen komischen, den ich nicht gefunden habe. Den... Smoke weed every day. Schon wieder nichts eingefallen. Von Dell. Alter, Dell.
Dankeschön. Du völliger Übertreiber. So viel in letzter Zeit. Dankeschön, mein Lieber. Macht Herzchen für ihn. Danke. Oh Mann. Jetzt kann ich nicht nachdenken. Drei Bosse? Kann das wer bestätigen? Ja, ich glaube. Wir gucken mal jetzt in den Boss rein. Mit L. Danke. Boss Time. The Forgotten King. Drei Forgotten Kings. Na komm, wir bursten. Estus? Hey, ich konnte die Estus nicht trinken. Alter Schwede. Aber es geht, ich darf mich nur nicht einkesseln lassen. Ich konnte nicht weiter nach links, da war der Raum zu Ende. Oh, nur der Weg jedes Mal dahin nervt. Und die Typen erinnern mich gerade an Vendrick. 1, 2 und 3. Also so wie Vendrick wäre, wenn er cool gewesen wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Idee für den Vendrick-Kampf ist cooler als die in Dark Souls 2, wo einfach nur Vendrick, der alte Knecht, da rumsteht und mit seinem Schwertchen schwingt. Das wäre geil gewesen, wenn Vendrick sich getrippelt hätte, der vergangene, der gegenwärtige und der zukünftige Vendrick. Das wäre mal eine geile Idee gewesen. Was war denn das? Das war Feuerschaden, ne? So prinzipiell. Eventuell nehme ich den. Habe ich was mit Feuerschaden? Increases Salt Obtained. Wounding. Defense Arcane. Strength. Healing. Rolling. Rolling ins Deep. Dexterity. HP. Increases your defense to strike attacks. Lightning. Gold. Magic. Poison. Nee, wir haben tatsächlich keinen Feuerschutzring. Gibt's eigentlich Feuer? Fire Death, ja, gibt es. Den haben wir aber nicht gefunden. Oder wir haben ihn noch. Also entweder gibt's ihn nicht oder wir haben ihn noch nicht gefunden. Das heißt, wir haben keinen Feuerschutzring. Dann machen wir es anders. Dann, weil wir ohne Schild spielen, nehmen wir Strike und Slash Damage und machen uns da ein bisschen stabiler. Strike und nehmen den raus und nehmen dafür noch den Slash Damage rein. Da müssten wir relativ stabil sein. Dex, HP. Wo ist er denn? Defense to Strike Attacks. Genau. Und dann ist die Frage, wir sind bei 61%, ja, eine dickere Rüstung. Ja komm, der Schaden sah ja alles in Ordnung aus, das können wir so spielen. Ja, jetzt habe ich noch einen Ring ausgezogen. Strike. Wounding. Jetzt sag nicht, ich habe den anderen ausgezogen. Ja, habe ich. Ach, ich bin auch manchmal deppig. Increase Defense to Slash. So. Genau. Dann gehen wir so. Immer ein Vendrick mehr pro NG. Das wäre auch cool. Das wäre cool. So wie die vier Könige, die dann auch 5 oder 6 werden. Wurstel sei gegrüßt. Und Batu sei gegrüßt. Was wäre denn der zukünftige Vendrick? Ein Haufen Asche, der am Boden liegt und HP hat? Nee, die Geistform. Tatsächlich so ein bisschen astral, der Schwebende. Du hast den Vergangenen, der ziemlich stark ist und eine dicke Keule schwingen kann.
Du hast den gegenwärtigen, der so ist, wie der Vendrick heute wäre, so ein bisschen abgemagert, der so ein bisschen rumschwingt. Und du hättest den zukünftigen als astrale Geistform mit, also so wie es hier aufgebaut ist, tatsächlich einer, der rumfliegt und auch knattern kann. Das Konzept fände ich gar nicht schlecht. Oder der zukünftige, der reitet halt irgendwie auf den letzten Riesen oder so. Vendrick, der auf den letzten Riesen in die Arena reitet. Das wären alles coole Ideen gewesen. So hätte Dark Souls 2 besser sein können. Mensch. Oh, ich will jedes Mal dieser Weg hier. Der macht mich schon vorher fertig. Oh Mann. Schön. Au. Ja, das ist der einzige Klamotter, glaube ich, wo wir Schaden kriegen. Okay, hier kriegen wir auch Schaden. Ja, komm, eine Flasche muss ich nehmen. Da hilft jetzt nur alles nichts. Alter Schwede, das ist auch echt so dumm gemacht, ey. Und da ist wirklich... Ihr könnt jetzt, da dürft ihr gerne spoilern, da ist jetzt kein Checkpoint dazwischen, zwischen dem, wo wir waren und dem Bosskampf, ja? Das ist komplett dieser Weg, den ich jetzt jedes Mal gehen muss. Da, wo sollte ich auch ein Heiligtum sein? Das ist schon klar. Kann es sein, dass der Passage, wo man runter muss, kurz bevor man nach unten ankommt, nochmal über einen Walljump hochkommt? Keine Ahnung. Ich hab's nicht gesehen, Thorson. Kann sein. Also, der Weg ist recht weit. Ja, Boss-Time. Alles ausgerüstet, alles gut. Alles Action. The Forgotten King. Warum eigentlich Sikula? Das sind noch drei. Ich habe keinen Fokus. Ich habe keinen Fokus. Ich habe keinen Fokus. Ich habe keinen Fokus. Ja, das ist schlecht. Alter, die hüpfen wie in einer Tour, die Monsterhüpper. Ja, das ist gut. Getrunken? Ja. Ich hab getrunken. Oh, komm zu mir, Baby. Komm zu mir. Second. Ne? Second? 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 Second and first. Würde ich behaupten. The Forgotten Judge Ear, The Forgotten Knight's Ear und noch Forgotten King's Ear. Also ein Satz heiße Ohren. Jetzt möchte ich hier nur nicht sterben. Wie komme ich denn hier raus? Hier ist erstmal noch Loot. Nimm ich mit. Shimmering Pearl? Wofür war die denn? Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich bin.
Sobald ich das weiß. Da oben ein Reichtum? Nee, da ist Knatterwilli. Knatterwilli kann mich mal. Ich gehe. Shivering Jaw. Danke für die GGs und das schnelle Ändern des Titels. Alter Schwede, heute sind alle auf Zack. Dankeschön. Und das bringt uns wieder zu der Frage. Wo, kann ich noch was machen? Wo habe ich noch was offen? Ich guck mal eben, wir können mal ganz kurz auch die Trophys senken. Wobei, der gab keine Trophys, oder? Gucken wir mal. Weil da gab es ja doch einige. Einmal gesynkt und wir haben noch offen... einen Nameless God, das wird wahrscheinlich der Endboss sein. Unspeakable Deep ist der erste. Eine Hidden Trophy. Here comes the money. Here we go. Money talks. Alter Schwede. Also zumindest nach den Trophies wüsste ich sonst nicht, wie viele Bosse noch. Maximal noch einer neben den Endboss. Brumm, brumm, ab ins Bett. Gute Nacht euch allen. Immer schön salzig bleiben. PG Salt von Matze V2, aka Support Moped V2. Matze, komm gut ins Bett, mein Lieber. Danke fürs Reinschauen. Solange Spaß haben, hoffentlich. Und bis morgen. Wobei, morgen akute Spoilergefahr, weil Story-Missionen in XCOM. Von daher, eventuell dann erst Sonntag. Oder ich schaue bei dir halt mal rein. Aber ihr habt morgen XCOM. Dankeschön und die Herzen für dich. das Lamm hat er schon. Also ich meine, einen Boss gemacht haben, der Certain Lamm hieß. Der sah aber nicht aus wie ein Lamm, der sah aus eher wie ein Vogel. Ich glaube, den haben wir gemacht. Ich meine schon. War das nicht auch eine Trophy? Sudden, Queen of Smiles, Mad Alchemist, Falgester, Krakenwurm, Tree of Man, Husk, Stanchmo's Fall, Inquisitor, Surtlam. Doch, da. Die Feed zu Surtlam haben wir gemacht. Falgester haben wir. Du sollst jetzt nicht alle Bosse durchgehen. Falgester, klar. Falgester, sonst kriegst du doch gar nicht die Support-Fähigkeit, klar. Klar, sonst dahinter kriegst du doch erst diese Fähigkeit, um über die Decken laufen zu können. Ja, quasi ein Pflichtboss. Also wie gesagt, nach Trophies fehlt mir halt Nameless God. Was das ist, weiß ich nicht, weil es hidden ist. Und das ist der, klar, den kannst du nur zu Beginn machen, Unspeakable Deep, ist klar. Das sind die Questlines. Das sind die, die Covenants, wo ich noch nicht drin bin, das ist klar. Das habe ich ja außen vor gelassen. Und das war's. Maximum Devotion, da fehlen uns wahrscheinlich noch zwei Level. Und das maximale Upgrade fehlt uns auch noch. Also, ich wüsste nicht, Nachtmatze. Sprechen wir mal die Tage drüber. Da, wo die Queen of Smiles war, meinst du, Raggi? Queen of Smiles? Ja, aber ich weiß, wo die Queen of Smiles war. Valley of Smiles heißt es, glaube ich. Kann das denn wer bestätigen? Ist Medias noch da? Gibt es wirklich 23 Bosse? Weil wir hatten mit... Wir sind jetzt bei 19. 20 der Endboss... Unspeakable Deep wäre dann 21. Also würden eventuell zwei fehlen, wenn bestätigt wird, dass es 23 gibt.
Also ich komme halt rechnerisch jetzt nur auf 21 mit Unspeakable Deep und Endboss. Laut Wiki gibt es 19 und 4. Ja, 19 haben wir. Wo gibt's die 4? Also ich komme noch auf 2. Wenn man links aus... Genau. Ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo es ist, Ragi. Das war Richtung Queen of Smiles. Mhm. Da können wir jetzt mal eben hingehen. Ich darf nur nicht sterben. Ich will 30.000 Salz nämlich als nächstes haben. Gehen wir mal auf das Travel. Oh, Village of Smiles. Da ist es. Hat er die Hexe? Er hat gefragt. Die Witch vom Lake. Ja, die haben wir gemacht. Die Hexe am See. So, und hier muss ich weiter. Unspeakable Deep, Ronin, Muridella und Forgotten King hast du down. Also hast du alle... Nee, Ronin habe ich, glaube ich, nicht gemacht, oder? Der oberen Ebenen bleiben. Immer rechts, okay. Wer war Ronin? Habe ich Ronin gemacht? Oben drüber jetzt. Da? Aber da komme ich nicht hin. Ronan Crenn, okay. Achso, okay. Dann hieß der ja Ronan Crenn. Das, weil Ronan ist mir der Film jetzt eingefallen. Oben drüber. Du meintest, glaube ich, hier, ne? War ich, glaube ich, noch nicht. Grey Pearl. Oh. Moment. Ich muss das mal hier wegmachen. Ja, da war aber der Kopf dabei. Da war der Kopf dabei. Danke, Ragi. Back of Salt. Kann ich den denn nicht tragen? Bin ich blind? Ach, da! Thank you! Divi! Danke für den Host! Divi und Monster, seid gegrüßt! Schönen guten Abend! Und direkt, sorry, wenn ich das direkt am Anfang sage, bitte kein Sterbenswort über Dark Souls. Ich weiß, Divi spielt es schon, ist auch schon einmal durch und streamt es jetzt. Wir noch nicht. Ich weiß nichts vom Spiel und das soll auch beim Chat auch bitte so bleiben. Also nichts über Dark Souls sagen. Sonst drehen die Mods durch. Wobei, wenn Divi hier ist, die hat das Spiel auch gespielt. Divi, wie viele Bosse gibt es? Wie komme ich da hoch? Wir können ja mal eben zählen. Deswegen habe ich ja gesagt, schaut eventuell mal ins Profil. Wir können mal eben zählen. Also, wir haben den Sword Knight. Wir haben die Queen of Smiles. Wir haben den Kraken Cyclops. Wir haben den Mad Alchemist. Wir haben den Fall Jester. Wir haben den Krakenwurm, wir haben den Tree of Man, den Husk, Most Fall und Untouched Inquisitor. Sind wir bei 10. Lamp ist 11. Dried King, Bloodless Prince, Coveted, Cruel. Lake, Architect,
Dragon. Dann bin ich bei 18. Wer jetzt hier nicht mit drin steht, glaube ich, weil er keine Trophy gegeben hat, waren gerade die 19, die wir gemacht haben, die Kings, die Dead Kings. Der war nämlich nicht mit drin. Das war der 19. Boss. Der hat tatsächlich keine Trophy gegeben. Ja, würde ich so sagen. Also sind wir bei 19. Weil die stand nicht mit drin. Die komischen drei Königskinder. Genau, Nameless God fehlt. Das ist der Endboss. Da weiß ich ja, wo er ist. Es geht ja jetzt noch um optionale Bosse. Wo ich jetzt nicht wüsste, wo ich noch hingucken soll. Wir versuchen gerade rauszufinden, ob ich noch irgendwas machen könnte an Bossen. Bist du bei insgesamt 22 von 23? Hä? Wieso denn jetzt? Wie kommst du jetzt von 19 auf? Dann fehlt noch ein sogenannter Bloodless Prince. Wer ist Bloodless Prince? Wo soll er sein? Habe ich jetzt vorgelesen? Nee, habe ich nicht, ne? Ich glaube, dass die optionalen eventuell keine, weiß ich nicht. Mortadella habe ich, die haben wir heute gemacht, die Muriella. Cavitet haben wir, da gab es auch eine Trophy. Die gaben alle keine Trophy. Unspeakable Deep, doch, Unspeakable Deep gibt eine Trophy. Unspeakable Deep ist eine Trophy. Muridella, stimmt, wenn die nicht auftaucht. Ronin haben wir, Forgotten King. Also wir haben dann Muridella, Ronin und Forgotten. Die kommen noch dazu. Cigarette of Dust. Genau, Exekutors. Also in den Cigarette of Dust haben wir, glaube ich, nur Tree of Men gemacht. Das war dieser komische Boss, wo die Leichen dran hingen. Zeig mal die Trophy. Das ist die. Das ist quasi die einzige goldene. The Palace, die Vize Nameless God. Ich gehe davon aus, das ist halt die End-Boss-Trophy. Cavitet haben wir gemacht, da haben wir auch die Trophy für. Die habe ich gerade vorgelesen, da ist er. The Ruins, die Vize Cavitet. Also dann fehlt tatsächlich... Ne, da ist doch der Bloodless Prince. Wer ist denn das? Erkennt man hier was? Ach, das war der Typ nach der Sprungpassage. Der unten, der Monsterklotz. Genau, der Riesenklotz. Den haben wir gemacht. Alter Schwede. Das ist super. Ich komme auf 19 und 4. Dann mach den ersten. Kraken, Dragon. Haben wir den nicht gerade gemacht? Diesen komischen Krakendrachen? Den haben wir doch gerade gemacht, oder nicht? Da ist er doch. Die Vize Kraken, Dragon, Score, Dings, Bums. Dann fehlt mir nur noch der Endboss. Okay. Okay. Doch, die Unspeakable... Achso, die Unspeakable Deep. Da. Die Vize Unspeakable Deep. Die haben wir noch nicht. Gut. Ja gut, dann gucken wir mal, ob wir auf 30.000 Salz kommen, dass ich mir das Schwert noch baue. Was? Nein, Kanzel. Ich will nicht Diablo spielen. Geh weg.
Dann gucken wir, dass wir auf 30.000 Salt kommen. Wie viel kann ich denn plumpen? Gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Salz plumpen können. Da haben wir auf jeden Fall schon mal 5 Säckchen Salz. Ja, dann plumpen wir die mal. Cool, geht ja richtig schnell. Kann sich Salz mal eine Scheibe von abschneiden. Oh, 2000? 30.000, passt. Gut, dann können wir das Moped nämlich umwuppeln. Vielleicht noch irgendwo Schaden, ich sehe es kommen. So, ach ja, nee, ich brauche ja einen Alchemisten. Der ist im Shivering Shore. So. Need a transmutation. Nein, ich möchte eigentlich nicht talken. Ich möchte transmuten. Und zwar... was? Trinity, was ist das denn bitte? Jetzt verstehe ich die Frage, was besser ist. Trinity oder... Scharfrichter. Okay. Also wir haben hier einen Scharfrichter, der 23.140 macht, Skalierung S auf Strength. Das macht weniger Schaden, skaliert aber besser. Nee, Quatsch, skaliert nicht besser. Ich verstehe den... jetzt frage ich nochmal was anderes. Jetzt, wo wir fast durch sind. Haben die Waffen irgendwelche Specials, die ich vielleicht bis jetzt noch gar nicht gesehen habe? Also wie auch die Dark Souls Bosswaffen Specials haben mit einer gewissen Tastenkombination? Also sprich, das Schwert kann schießen oder so. Weil ich wüsste nämlich bis jetzt nicht, wie ich diese Special Attacks auslöse. Praise the Moon. Ach, Matze! Nee, haben sie nicht. Also es hat einfach nur so ein Besitzding. Okay. Life is Strange. Ich habe die ersten beiden Episoden gespielt. Dass ich es noch nicht weitergespielt habe, zeigt, dass ich halt nicht so gebannt bin. Es ist nicht schlecht. Aber ich... weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist bei dieser Art von Spielen schwierig. Das sind halt Spiele, die eigentlich fast besser als Film oder Miniserie funktionieren würden. Ist halt wie ein Telltale-Game. Wenn du sowas magst, ist es okay. Wenn du sowas nicht magst, eher weniger. Ach, jetzt sagt mein Stream, ich bin offline. Warum? Bin ich offline? Bin ich offline? Hallo? Spiel? Chat? Lebe ich noch? Ich habe keine Frame Drops, also cool, dass ich offline bin, angeblich. Ich bin online, okay. Du kannst einen Upper Slash machen, Viereck oder Dreieck beim Fight. Ja gut, das weiß ich. Das ist ja hier dieses Wupsi-Bupsi, aber das ist jetzt ja nicht super special. Okay, alles gut. Dann spinnt nur Chatty. Ja, keine Ahnung. Wir machen jetzt unseren, unser Magic-Schwert hier. Keine Ahnung. Need Transmutation. Yes, Sir. Lass uns hier den Scharfsrichter erstmal bauen. Weil 100.000 habe ich eh nicht. So, dann mach den. Ja, mach. So, den kann ich jetzt eventuell dann nochmal upgraden. Dann. Ja, möchte ich. Bitte einmal upgraden. Dann machen wir den direkt nämlich fertig. Ich habe genug Drown Sensor, aber keine 5000 Salz. Ja gut, dann plöpp ich mir nochmal ganz kurz einen Moment. Das kriege ich hin. Irgendwo werden wir bestimmt noch ein bisschen Salz haben.
zwar noch ganz kleine Salzmopeds. Da haben wir noch größere. Was ist das hier? Bag of Salt. Mal fertig. Großartig. So, danke schön. Ja, jetzt möchte ich das hier bitte einmal upgraden. Schwubbeli-wubbeli und einmal upgraden. Dankeschön. Und jetzt brauchen wir Drown Tomb, den wir noch nicht einmal gefunden haben. Na, okay. Was ist das für ein Shirt? Findest du, wenn du Ausrufezeichen, ich glaube, Shop eingibst, aus meinem Shop. Quasi mein eigenes Shirt, selbst entworfen bzw. gezeichnet von Henning. Also die Figur. Mit, keine Ahnung, ob man es lesen kann. Estus, do you drink it? So, ja gut, dann sind wir ja quasi fertig. Dann können wir jetzt da unten zum Endboss hinwuppeln. Gucken wir uns hier mal jetzt kurz das Moped nochmal an. Was? Achso, bevor du den Endboss machst, was? Du kannst noch eins machen. Ja, klar, also. Jetzt könnt ihr noch irgendwas raushauen. Ja, gut, das ist klar. Ja, die Reichweite ist jetzt nicht so, aber dafür ist es, glaube ich, ein bisschen schneller gefühlt. Was? Spike geht schon wieder ins Bett. Ach so, du hast Kopfschmerzen. Ja, weil in Heroes of the Storm ist auch schon wieder ein neuer Char. Wir spielen kein Division, kein Hotz. Spike, gute Besserung. So. Ja klar, für die Platin kannst du noch super viel machen. Wir haben ja auch die ganzen Eide eigentlich nicht entdeckt. Alle. Ich glaube, wir haben 3 Eide entdeckt und es müsste noch welche geben. Die haben wir auch nicht gefunden. Aber, das machen wir jetzt nicht. Erstmal muss ich jetzt traveln. Wo will ich hin traveln? Ich könnte nochmal zum Leader traveln. Das machen wir auch nochmal. Ganz kurz einmal gucken, ob wir zumindest im Sunken Kibo noch was abgeben können. Und zwar hier beim Leader. Nee, wir haben noch nicht einen Heartseeker Nerf gewonnen und kein, also nur 2 Ears. Ja, sehr, sehr, sehr traurig. Travel. Wir müssen hin Crypt of the Dead God. Da müssen wir jetzt komplett den Weg wieder gehen, ne? Ja, da müssen wir komplett den Weg wieder gehen. Hilft ja nix. Binden wir uns mal hier. Sind halt sehr versteckt, ja, ja, klar. Prinzipiell würde ich sagen, wir machen Platin, wenn jetzt nicht Dark Souls vor der Tür stehen würde. Aber ich weiß, dass mich Dark Souls 3 da mehr in Beschlag nehmen wird, deswegen verschieben wir das mal. Plus, ich weiß nicht, ob meine Skills hierfür ausreichen, weil ich nicht so gut im Plattforming bin. Und das ist halt an vielen Stellen doch deutlich plattformiger, als ich dachte. Da oben war... Was war denn da? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, da waren die komischen Ritter mehr. Ja, ja, ist egal. War das jetzt der richtige Weg? Jetzt kam der Knüppelklausi. Da oben war dann das nächste Ding, ich weiß. Da wollen wir jetzt aber nicht hin, weil wir dahinter ja schon ein weiteres hatten. Hier war der lustige Bosskampf. Wäre jetzt cool, wenn jetzt einfach noch einer kommt. Wäre schon witzig. So, dann gucken wir uns. Ja gut, wir hatten ja schon, ne? Ja, go on. The Still Palace. Schade, dass hier kein Sanctuary war, sondern nur einfach so ein Safe Point. Habe ich hier jetzt eigentlich noch einen... Ja, habe ich einen Charme.
So. Wo war denn jetzt der Safe-Punkt? Da oben, ne? Hier? Nee, da nicht. Da war irgendwo ein Safe-Point. Den würde ich mir erstmal noch ganz gerne holen. Hier. Ich glaube da. Ja, hier. Dann speichern wir nämlich hier erstmal. Dieses Schwert sieht geil aus. Ich bin gespannt, was das kann. Es ist nominell nicht viel stärker. Das sieht halt ganz schick aus. So, aber wir hatten schon lange keine Pause mehr. Ich gehe nochmal ganz kurz alte Cola holen. Weil die ist mittlerweile auch hier schon halb leer und warm. 3 Minuten Pipi-Pause, Freunde.